Da muss ich auch nochmal hin, das mitnehmen. Was da auch ist, ich brauch's. In dieser geheimen Höhle hier. Oh, Aluminium. Ja, da müssen wir noch ein bisschen hier bisschen rumhieven. So, da tun wir mal rum und den Energiekanister tun wir mal auch rum. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Eisen abtragen, was ich glaube ich gleich noch brauche. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Geheime Kisten. Wie komme ich denn zu den geheimen Kisten? Komme ich hier irgendwie lang? Oh, ich bin gleich aus dem Level draußen, wenn ich nicht aufpasse. So, ne, da kann ich halt. Ah, da komme ich an die Kisten. Aluminium. Ich weiß nicht, warum das Aluminium als so irgendwie selten oder beziehungsweise was auch immer angezeigt wird. So geheim irgendwie. Ich weiß nicht, ob Aluminium irgendwie selten ist oder so. Oder wichtig oder was auch immer. Hier ist jetzt ganz viel Plutonium. So. Jetzt sind wir gleich wieder an unserem Schiff. Gleich sind wir wieder bei unserem Schiff. Raumschiff ist immer noch nicht in Reichweite. Kann man hier das noch ein bisschen... Was brauche ich noch? Tamium. Mit Tamium habe ich echt gar keins mehr, oder? Nope. Ist auch ziemlich im Arsch hier. Da muss ich mal noch ein bisschen hier mit Plutonium und Kohlenstoff mal ein bisschen aufbauen. Okay, da bräuchte ich Plutonium. So, jetzt sind wir gleich wieder zurück bei unserem Schiff. Ach, wie schön das Spiel ist. Aber jetzt wird es langsam ganz schön dunkel hier. Es wird langsam Nacht, Zeit zum Gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier bei Nacht rumzuschwirren. Guck mal, da oben sind auch noch coole Sachen, ey. Oh, man könnte hier überall hin. Und vor allen Dingen, wenn man mal hier schaut, hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5 unentdeckte Wegpunkte. Also irgendwelche Lager oder sowas sind auf dem Planeten. Es sind noch eine ganze Menge Kreaturen und was auch immer. Wahnsinn. Ah, okay. Das ist ganz normales Kohlenstoffgedöns. So. Ja, diesen Atlas-Pass habe ich immer noch nicht. Was haben wir hier eigentlich drin? Isotop, Plutonium und noch mehr Plutonium. So, jetzt schauen wir gerade nochmal. Mit dem Plutonium kann man hier noch ein bisschen das Schiff hier verbessern, oder? Ne, Tamium bräuchte ich da. Habe ich jetzt keins. Aber ich glaube, das reicht auch. Im Prinzip können wir Endbostopia jetzt verlassen und auf geht's in den weiten Weltraum. Mit einem Druck auf R2. So, jetzt könnte man natürlich hier
So, mit R2 ein bisschen Gas geben und hier weiter über den Planeten fliegen, ein bisschen uns den von hier oben quasi noch so ein bisschen anzuschauen. Oder sogar mit dem Boost noch ein bisschen schneller zu fliegen. Ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Ich bin mir sicher, es gibt hier noch tausend interessante Sachen. Ich bin so geflecht von dem Spiel. Man kann da überall hin und es ist einfach nur ein kleiner fucking Planet. Übrigens kann ich auch mit der Photonenkanone schießen. Was ist denn, wenn ich hier... Kann ich hier auf... Ja, ich kann auf den Planeten schießen. Könnte ich damit Sachen abbauen? Ich glaube, das geht hier unten nicht, hä? Schauen wir doch mal. Zeig mir noch mal irgendwas, was ich theoretisch abbauen könnte. Dann gucken wir mal. Ah, das könnte ich doch abbauen, theoretisch, oder? Den Berg. Meine schönen Photonenkanonen? Nee, doch nicht. Das könnte ich abbauen. Nee, kann ich nicht abbauen. Ja, ich würde sagen... Bevor ich hier gleich irgendwie einen Unfall baue oder so. Würde ich sagen, auf geht's in den Weltraum. Endboss-System 1 in der Euklid-Galaxie. Und jetzt haben wir mal ganz schön Gas gegeben. Da unten ist der Planet, von dem wir gerade kommen. Und wir könnten da überall hin. Überall. So, aber wir fliegen mal noch ein Stück weiter. Richtung Raumstation. So. Wenn ich in der Geschwindigkeit weitermache, bräuchte ich jetzt 16 Minuten. Naja, ein bisschen weniger. Ja, doch so 16 Minuten. Übrigens kann man natürlich auch hier sowas zerstören. Ach, guck mal. Jetzt habe ich auf einmal im Schiffsinventar keine freien Plätze mehr. Das kriegen wir doch hin, oder? Ganz viel Thamium. Das ist ganz viel Thamium jetzt. Und mit diesem Thamium... können wir ja quasi jetzt hier... unser Schiff nämlich reparieren. Oh, was ist das denn? Was der da... Das war kein Thamium, das war irgendwas anderes. Weil Thamium kann ich aufnehmen. Boah, was ist denn da für ein lilaner Schimmer über dem Planeten da hinten? Mega, wie das aussieht. So, noch ein bisschen Thamium bekommen. So, aber wir wollen jetzt ja ein bisschen schneller mal Richtung unserer Raumstation hier. Und da würde ich sagen, könnt ihr es natürlich auf jeden Planeten auch hier in dieser
in dieser Galaxie, in dieser Ecke hier und die benennen und entdecken. So, 3, 2, 1, los geht's mit Impulsantrieb. Jetzt sind wir nämlich schon in einer Minute da. Es geht jetzt ein bisschen schneller. Jetzt verbraucht er natürlich den Impulstreibstoff. Da haben wir im Gegensatz zu dem normalen Treibstoff eben nicht unendlich. Aber den könnten wir uns ja wiederholen, indem wir uns einfach da abbauen ein bisschen, wie eben. Diese ganzen Steinchen, die da rumfliegen. Aber so sieht man mal, wie gigantisch das alles hier ist. Verrückt. So, jetzt ich mal kurz abbrechen. Weil der hat mir gerade gezeigt, mit L3 kann ich hier so ein eingehendes Signal entdeckt. So, jetzt auf diesem Planeten wurde jetzt quasi ein Signal entdeckt, indem ich hier so die ganze Galaxie hier gescannt habe. Und da geht es dann weiter. Da könnte ich hier dieses Signal halt finden. Aber erstmal geht es hier noch weiter. Ich mache nochmal kurz hier den Impulsantrieb rein. Ich habe ja noch genug Treibstoff. Jetzt müssen wir nur gleich früh genug abbremsen. So, und jetzt gehen wir einfach hier mal so normalen Schub in Anführungszeichen. Ist ja auch schon recht schnell. Ach, dieser sieht ja ganz lustig aus, die Raumstation. So, und wir können jetzt halt auch einfach zu diesem Planeten, zu jedem Planeten, zu jeder Galaxie, wo wir wollen. Und es gibt ja Trillionen, oder nee, ich glaube Billionen waren es, Billionen von Planeten. Auf jeden Fall mehr als eine Milliarde. Müssen wir mal schauen. Ja, auf die andere Seite müssen wir nämlich. Genau, hier geht's rein. So. Und schauen wir uns hier doch einfach mal um, würde ich sagen. Hier können wir nämlich rein. Hallo. Wer bist du denn? Aufseher Nehoi. Oh, der will mir irgendwas geben. Ich kann ja mal, warte mal, ich... Hier kann man doch bestimmt irgendwo was verkaufen, hä? Hier ist ein Terminal für den galaktischen Markt. So, willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Terminal Startsequenz. So, Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier erst den Exo-Anzug. Dieses Graf-Graf-Gedöns hier. Okay, Lungenkapazität erhöhen und so ein Kram. Könnte man damit. Von mir aus Plutonium könnte man verkaufen. Chrysonit. Ja, komm, ich tu mal hier dieses Grafengedöns verkaufen. Raumschiff-Inventar. Machen wir hier mal auf. Da haben wir nämlich hier diesen Energiekanister. Ich glaube, den brauchen wir relativ bald. Was könnte ich denn Emeril? Oh ja, das ist echt teuer. Das war gut, das abzubauen.
Das war gut, das abzubauen. Thermion kriege ich hier direkt wieder draußen quasi. Oh, das ist auch selten, dieses Chrolium. Das behalten wir aber mal. Ich würde sagen, das Emeril können wir ja mal hier noch verkaufen. Es gab ordentlich Kohle, ey. So, haben wir jetzt hier in unserem... Ja. Jetzt schauen wir mal. Okay, geben. Geben habe ich jetzt verstanden. Die kleine Kreatur ist bei meinem Erscheinen damit beschäftigt, Gewinne zu addieren. Ihre Augen öffnen sich weit in Erwartung unseres ersten Kontakts und sie reibt sich gierig die Finger. Sie pickt allerdings eindringlich auf den Finanzdaten auf ihrem Tablet. Es fällt geben. Okay, die will natürlich, dass ich ihr wahrscheinlich Units gebe. Kopf der Lebensform tätscheln kommt, glaube ich, nicht gut. Bedauern, dass du nicht helfen kannst. Nee, nee. Die will Money. Ja. Klar. Und direkt Phasenstrahler. Und jetzt haben wir natürlich Thamium verkauft. Im Ernst. Wirklich. Schauen wir mal, ob wir uns Thamium wieder kaufen können, damit ich jetzt nicht rausfliegen muss. Hier gibt es doch bestimmt Thamium, oder? Oder auch nicht. Und jetzt? Sieht mich von Neugier weiten Augen an. Ja, um Schildaufladung könnten wir jetzt bitten. Oder Heilung. Oder. Okay. Okay, jetzt hat er mein Schild aufgeladen. Naja. Immerhin. So, mal gucken, ob ich da drüben irgendwie noch hin kann. Schon wieder ein Meilenstein erreicht. Ja, sehr geil. Oh, was fliegt da denn hin? Ist es etwa ein anderer Spieler? Ah, nee, dem könnte ich sein. Ah, ja. Dem könnte ich hier Angebot für sein Schiff machen. 550.000 Units würde er da jetzt wollen. Wow. Allerdings hat das Ding halt schon ein bisschen mehr wie ich, ne? Mit diesen ganzen Zusätzen. Kann man dem, mit dem noch anders irgendwie Handel treiben? Hat er irgendwelche interessanten Gegenstände? Konvergenzwürfel. Kann ich dir was verkaufen, wofür du mir ganz viel Geld gibst? Für Aluminium gibst du mir viel Geld. Ansonsten geht's so, ne? Okay. Oh, was bist du denn für ein cooles Schiff, ey? Kommen dann immer mal Schiffe rein und dann kann man hier, die sehen auch alle ein bisschen anders aus, kann man denen Angebote machen für ihr Schiff. Ist ja noch teurer. Es hat auch hier Strahlaufprall Tau Level 3. Alles, Leute, nichts für mich. Da brauche ich noch viel, viel, viel mehr Credits. Und da brauche ich einen Atlas-Pass wieder. Mal gucken, wann ich den bekomme. Oh, cooles Schiff. Du bist ja echt auch ein cooles Schiff, ne? Das schauen wir doch mal an. Großer Frachter ist das, oder?
Bin ich mal gespannt, was der so kostet. Der ist natürlich noch teurer. Wow, hat der viel Platz. Der hat richtig Platz. Geil. Ja, da sieht man mal, was möglich ist. Na, und im Vergleich, was wir hier haben an Platz. Nicht ganz so viel. So. Da müssen wir dann gleich hin. Jetzt tue ich mir mal ganz schnell erstmal hier ein bisschen was davon holen. So, das dürfte genug Tamium sein, um hier. Was kann ich denn? Ach, guck mal hier. Ach, das kann ich hier mit Plutonium mittlerweile auch bauen. Da habe ich hier noch ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist mir eigentlich recht wichtig. Okay, Kohlenstoff. Haben wir auch aufgeladen. So. Das können wir mit Plutonium aufladen. Und das können wir mit Tamium aufladen. Ansonsten könnte ich hier eben Strahl auf Pal Sigma. Der Phasenstrahler zerstört Raumschiffe und Asteroidenziele schneller. Das könnte ich hier quasi mit Zoom verbessern holen. Und jetzt könnte ich mir mal kurz hier irgendwas schnell übertragen. Und hier könnte man den Raumfahrer Strahlenwaffe und Asteroidenbergbaugerät. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Gerätes Isotopelemente erforderlich sind. Holen wir uns auch den Phasenstrahler. Ja. Ich würde ihn gerne jetzt da oben hinpacken. Klappt nicht so. Jetzt bin ich halt schon wieder ziemlich voll, ne? Natürlich super. Hier können wir einen Blitzwerfer bauen. Ich brauche da dringend neues Zeug. Aber ich habe jetzt quasi hier einen Phasenstrahler. Ah, Moment. Hier kann ich wechseln. Richtung Phasenstrahler. Oha. Der geht aber gut ab, Alter. Der ist zum Start nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, und den müsste ich quasi einfach mit Isotopen aufladen. Na gut, das ist ja easy. Ja, den Blitzwerfer kann ich mir auch schon mal hier noch hinbauen. Ups. So. Würde ich mal sagen, auf geht's zu diesem Signal. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Und go.